Sie hören nun einen Auszug aus dem pornografischen Film, Familie immer scharf Teil 1. Tochter, hier Mom, ein Telegramm für dich. Mutter, MHM. Vom verschollenen Familienoberhaupt. Einmaliges heißes Loch kennengelernt. Stopp. Komme nur nach Hause, um meine Sachen zu holen. Stopp. Finanzielle Versorgung gesichert. Grüß Wolfgang. Sohn, Mahlzeit. Tochter, den Alten sind wir los. Mutter, finanzielle Versorgung gesichert, und wie stellt er sich meine sexuelle Versorgung vor? Tja Kinder, das ist ein Problem. Wer fickt mich in Zukunft? Tochter, Bruderherz, ich denke, ein braver Sohn kümmert sich um die mütterliche Fotze. Mutter, besonders, wenn er ab heute der einzig greifbare Schwanz im Haus ist. Sohn, tja, darf man sich diese hungrige Flamme denn vorher mal betrachten? Mutter, das ist ein gutes Recht. Und danach wird dir klar sein, dieses Prachtstück darf man nie und nimmer vertrocknen lassen. Sohn, also wohl doch Mum. Also ich bin bereit, dich zu besteigen. Mutter, nun möchte ich aber auch einen Blick auf deinen Lümmel werfen, den du mir reindonnern willst. Los, peck ihn aus. Sohn, stöhnen ganz leise und undeutlich. Hier, Mutter. Ach Harry, da komme ich ja ins Grübeln, ob wirklich der stramme Schweif von Daddy dich gezeugt hat. Tochter, sei nicht so voreilig Mum. Stimmt, jetzt sieht er noch verkümmert aus, aber, wenn man ihn reichlich poliert, wird er größer und dicker als der Schwanz vom Daddy. Mutter, du kennst dich ja gut aus. Sohn, oh, Mutter, Kind, du hast recht, er ist wirklich größer als der von Daddy. Probieren wir doch rasch, wer er reinpasst. Sohn, ah, Mutter, tja, er fickt auch. Wie konnte ich nur so lange so ein munteres Kerlchen übersehen? Aber zuerst wird fertig gegessen, Ordnung muss sein. Tochter, übrigens, das Wort heißes Loch, im Telegramm, bedeutet nicht viel. So hat Daddy mich auch genannt. Mutter, mich nie. Aber von nun an werde ich zum heißen Loch werden. Lange genug habe ich meine Fotze vor der Welt versteckt. Mutter, Kinder, der Augenblick ist da. Los, besorgt es eurer Mutter. Tochter, leg dich auf den Tisch. Sohn, wir hatten noch nie Gelegenheit, deinen Körper in Ruhe zu studieren. Mom, du hast wirklich einen tollen Körper. Tochter, wenn man bedenkt, dass da ein paar total versaute Kinder rausgekrochen sind. Sohn, MHM. Mutter, das hast du aber nett gesagt. Und, wie findet ihr meine Knospen? Sohn, das sind ja Wahnsinnsrosinen. Tochter, wie hast du dir denn die angelacht? Mutter, oh. Viel saugen und kneten, das ist da zu vonnöten. Tochter, wenn sie geil wird, fängt sie an zu dichten. Mutter, stöhnen, hi, ich hab auch noch ein Loch. Tochter, du hast sogar zwei, Mom. Zu den kommen wir gleich.